Also kurz gesagt, wenn ich beim nächsten Rennen besser platziert bin als Carsten Schmidt, habe ich die Meisterschaft gewonnen. Die einzigen waren, die noch keinen Punkt haben, sind Donner und Ernst. Alle anderen haben bereits Punkte. So, jetzt kommt der nächste Speicherpunkt. Und diesmal wieder Hockenheimring. Und ich denke, diesmal werde ich ein Setup wählen mit mehr Ampressdruck. Zumindest auf diese Strecke hier, weil die ist sehr wichtig. Hab ich gemerkt. Okay, zuerst mal speichern, das ist noch wichtiger. Ich brauche nur noch einen Sieg. Einen Sieg und dann hätte ich... was habe ich dann? Genau, dann hätte ich auch mein Saisonziel erreicht. 4 Siege. So, Position 11. Oh mein Gott. Und Schmidt... Nein, Schmidt darf als erster starten. Wie gemein, ey, ist das? Ja, jetzt mal auf zum Setup. Diesmal... so einstellen. Ich werde das Setup kurz testen. Vielleicht sieht ich davon nur eine Runde. Aber ist egal. Wenn ich dadurch schneller werde, werde ich das Setup behalten. Und dann merke ich einfach, beim Handling geht es wirklich ein bisschen besser. Spielt sich auch ein bisschen leichter. Aber ich denke nicht, dass es einen großen Unterschied machen wird, zeittechnisch. Aber ja, das ist jetzt erst die Aufwärmrunde, jetzt komme ich zu der nächsten. Nein, mir scheint es nicht, dass ich dadurch schneller werde. Ich bleibe auf dem gleichen Tempo wie vorhin. Also ich werde das Setup nicht ändern. Ich werde es wieder auf die normale Einstellung, die ich vorhin hatte, ändern. Weil ich sehe hier keinen Unterschied in der Rundenzeit. Dieses Rennen scheint aussichtslos zu gewinnen. Das fünfte Rennen um die Meisterschaft führt uns heute nach... wohin? Kann heute mit einem guten Ergebnis den Titel holen. Den neuen Fahrer von Zephyr Sport. Start war eigentlich akzeptabel. Ja, so kann ich es vergessen. So ich den Rückwärtsgang geschalten habe, aus Versehen, sowieso. Dann wird es sehr, sehr schwer.
Ja, toll. Zickler, das kann ich lesen. Ah. Oh mein Gott! So gewinnt man kein Rennen. Im Gegenteil. Das ist offensichtlich seine Lieblingsstrecke, ne? Hoffentlich kann ich wenigstens Zickler überholen. Weil Schmidt scheint schon wieder aussichtslos zu sein. Am einfachsten ist diese Körper. Am einfachsten ist diese Körper, wenn man mit dem Lök-Team selbst antreten kann, weil dann bleibt meistens nur Zickler übrig. Und der ist die leichtere Scheibe als Schmidt. Er blockt mir den Weg. Schwierig. Jetzt habe ich die Chance. Obwohl er mir im Nacken sitzt, egal. Diese Meisterschaft scheine ich mit Konstanz zu gewinnen. Und hier sehen wir noch einmal die Höhepunkte des Rennens. Werfen wir einen Blick auf den Zieleinlauf. Und zum zweiten Mal geht der Sieg in dieser Saison an Carsten Schmidt. Sichert sich nach einem starken Rennen Rang 2 den neuen Fahrer von Zephyr Sport. Rang 3 und damit zum dritten Mal eine Platzierung unter den Top 3 für Andreas Zickler. Hier sehen Sie den aktuellen Stand in der Fahrermeisterschaft. Der neue Fahrer bei Zephyr Sport übernimmt nach 5 Rennen die Tabellenführung. Habt ihr schon vorhin inne? Derzeit Rang 2 für Carsten Schmidt. Andreas Zickler ist im Moment Dritter. Okay, jetzt das letzte Rennen, das ich unbedingt gewinnen muss, weil sonst reicht das Saisonziel nicht. 4 Siege in einer Saison. Und gut, wenn ich Zweiter wäre, hätte ich schon gewonnen. Dritter auch, aber ich möchte unbedingt Erster werden, damit ich das Ziel erreichen kann. Das ist das Saisonziel, so. Ist nötig. Ansonsten starte ich dann einfach nochmal. Das war die Position. 5. Schmidt schon. Wieso darf Schmidt immer so weit vorne starten? Das glaube ich doch nicht. Wir präsentieren Ihnen heute das alles entscheidende Rennen live aus A1 Ring. Okay, Start schon wieder verschlafen. Okay, diesmal war es Absicht. Das muss ich zugeben. Okay, war knapp, aber ich war drin.
Ich fahre viel zu langsam. Viel zu vorsichtig, viel zu konservativ. Ist noch schwer zu ändern, der Fahrstil. Letztes Mal bin ich auch alles auf Sicherheit gefahren. Ja, nee. Was der für einen Schub bekommen hat dadurch. Das ist ganz klar, für ihn kommt nur ein Sieg in Frage. Auch für mich auch. Da hast du verschlafen. Sie sind jetzt in Führung. Machen Sie bloß keinen Unsinn. Mach ich doch nie. Und hier wieder. Total verschlafen die Kurve. Zumindest hier besser durchgekommen. Mal schauen, wie es mit den restlichen Sektoren wird. Okay, hier auch nicht sehr gut. Viel besser. Diesmal konnte er mir nicht näher. Sowieso jetzt wieder der Teil, wo ich Setup begünstigt bin. Letzte Runde, wiederhole, dies ist die letzte Runde. Mein Vorsprung wächst, das ist sehr schön. Auch hier wieder, schon wieder ein Fehler gemacht, aber wieder zum aberhundertsten Mal gerettet. Diese Kurve gelingt mir einfach nicht. Okay, jetzt einfach nur noch ins Ziel bringen. Okay, noch zwei Kurven, dann bin ich ein Weltmeistertitel reicher. Kein Unsinn mehr bauen. Aber in dieser Saison habe ich jetzt 4 Saisonsiege und 2 zweite Plätze, also beklagen kann ich mich nicht. Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Highlights des Rennens. Nein, tue ich nicht. Nein.